Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Dienstag, der 16. Mai 2017. Mein Name ist Norbert Gieso. Heute Morgen ist Merkur in den Stier gewechselt. Wir sehen es ja gleich ganz am Anfang des Stiers, nachdem er lange im Widder war, aufgrund seiner Rückläufigkeit. Merkur im Stier, wo er natürlich noch ein bisschen Zeit braucht, um sich wirklich einzurichten. Merkur im Stier fördert auf jeden Fall das kaufmännische, das praktische, pragmatische Denken. Das Denken, was eher an die Realität angepasst ist. Das ist eben sehr gut, wenn vor allem, wenn es um Aspekte geht, der Sicherheit, des Absicherns, wo wir im Grunde dann mit unserem Merkur klarer in diese Richtung uns orientieren können, wenn uns das denn interessiert. Merkur im Stier ist auch sozusagen die Möglichkeit, dass das Denken sich etwas beruhigt nach der hektischen Phase im Widder im Zusammenhang mit Uranus. Und das ist ja das, was uns oft so in Unruhe, in Unrast bringt, ist ja unser hin- und her springender Verstand, der sozusagen von alleine gelassen ist und uns in alle möglichen Zustände treibt, die oft gar nicht Realität sind, sondern die nur von unseren Gedanken erzeugt sind. Und so sind wir nicht mehr Herr unseres Verstandes, sondern der Verstand ist Herr über uns, ähnlich wie eine Bohrmaschine selbstständig wird und mit uns durch die Gegend bohrt. Und hier gilt es im Grunde einmal den gegensätzlichen Weg einzuschlagen und Meditation und Erkenntnis und Klarheit zu erkennen, dass der Verstand im Grunde ähnlich wie das Herz oder ein Arm ein Organ, ein Teil von uns ist, aber nicht der Herr über uns, dem wir ihn in den letzten Jahren gegeben haben. Mit Merkur im Stier werden einfach die Denkvorgänge etwas langsamer werden und dadurch haben wir halt auch die Möglichkeit, hier stärker kontrollierend, regulierend einzugreifen. Der Mond ist heute noch im Steinbock. Er wird heute Abend um 19.50 Uhr in den Wassermann wechseln. Das heißt, so zwischen 19.20 Uhr und 20.20 Uhr ist Mondwechselenergie, wo der Mond nicht mehr richtig in dem einen und noch nicht richtig in dem anderen Zeichen ist. Im Steinbock gilt die Konzentration ja eher der Arbeit oder der Berufung. Hier gilt es im Grunde, diszipliniert zu sein, während im Wassermann dann ab heute Abend bis zum Freitagmorgen geht es dann weiter in die Fische, gilt es mit dem Mond im Wassermann uns von zu starren Ordnungs- und Regelsystemen zu lösen und gerade auch unserer emotionalen Seite, unserem inneren Kind mehr Raum zu geben, sich auszubreiten, auch mal was Verrücktes zu tun, eben aus dieser Norm auszubrechen, ich habe es immer so getan, ich muss es jetzt immer so weitermachen, sondern eher, welcher Impuls ist in mir und möchte zum Vorschein kommen. Mond im Wassermann fördert auch das Zusammensein mit Gleichgesinnten und höher frequent logische Zusammenhänge zu erkennen. Für heute wünsche ich uns allen einen schönen Tag und sage Tschüss, bis morgen.